Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri. Heute ist der dritte und letzte Tag des Wüstenfestivals. Natürlich wird Dörte daran wieder teilnehmen. Aber bevor wir das machen, müssen wir unbedingt unser Inventar ausleeren, denn ihr seht, das ist ganz schön voll. Was sagt denn der Hofrechner heute so? Wir haben wieder einiges zu ernten, noch im Gewächshaus, aber ich glaube nicht, dass ich dafür Zeit haben werde. Maschinen einsatzbereit, die Höhle bereit. Na, das wird ja wieder ein Spaß. Mal gucken, wie viel wir hinbekommen. Wetterbericht sagt, dass es morgen regnet und der Wahrsager, die Geister sind heute etwas genervt mal wieder. Kann ich hier schon was loswerden? Nee, ne? Leider nein, aber vielleicht könnten wir uns schon mal was kochen, weil wir haben zwar viele Gerichte, aber keine, die jetzt nur so zum Energiefüllen gedacht sind. Was können wir denn da am besten nehmen? Vielleicht nehmen wir einfach noch mal ein paar Schokokuchen. Und dann versuche ich jetzt mal hier erst mein Inventar ein bisschen freizukriegen. Das scheint schon mal nicht so gut zu funktionieren. Bei den Fischen würde ich eigentlich gerne ein paar von denen auch noch räuchern. Beziehungsweise also auf jeden Fall den Skorpionkarpfen. Beim Sandfisch lohnt sich es, glaube ich, nicht so. Das hier rein. Vielleicht könnte ich auch noch einen Kaffee trinken. Wir haben doch hier auch irgendwo Kaffee. Hier. Dann nehme ich jetzt einen Kaffee zu mir. Nicht aufs Pferd hopfen. Kaffee trinken, dass wir uns ein bisschen schneller bewegen. Hier passt noch was dazu. Ich glaube, ich muss mir mal kurz mein Inventar ein bisschen sortieren. Also die Bomben hier nach vorne und vieles davon werde ich, glaube ich, noch los. Ah, wir haben auch ein bisschen Post bekommen. Grüße aus der Kaliko-Wüste. Besuch mich mal hier draußen, mir ist echt langweilig. Wie kann dir denn jetzt langweilig sein? Es ist doch gerade das Wüstenfestival. Ich habe ein Geschenk aus der Wüste mit reingepackt. Du kannst vorbeikommen und mir persönlich danken, sagt Sandy und schenkt uns etwas Kaktusfrucht. Wie nett. Also Diamanten verkaufe ich. Das Amphibienfossil, naja, will ich eigentlich nicht verkaufen. Das möchte ich eigentlich eher lagern. Und dann haben wir hier noch ein paar Geschenke. Ich muss jetzt mal die Bombe hier wegnehmen, bevor noch ein Unglück passiert. Und eigentlich würde ich den Sandfisch auch als Geschenk für Penny sehen. Passt nur gerade nicht hier rein. Andererseits werden wir ja heute in der Wüste auch ein paar Leute treffen. Ich habe mir auch mal angeschaut, wer das alles sein könnte. Und für die nehmen wir jetzt einfach ein paar Geschenke mit. Das wären auf einmal die Oma und ihr Ehemann. Jess, Jody, kennt habe ich nichts, aber Vincent ist auch da. Mani und Willi. Shane und der Bürgermeister, Harvey, Sandy natürlich. Ja, dann habe ich sie alle. Ist natürlich das Inventar wieder ganz schön voll. Mal, die können wir hier mal ernten und direkt verkaufen. Ich habe mir das jetzt auch mal angeschaut, wie das jetzt ist mit unseren neuen Erkenntnissen, die wir gewonnen haben. Bezüglich Brombeeren und so. Ihr wisst ja, dass der Verkaufspreis sich jetzt erhöht hat für uns. Und tatsächlich ist es so, dass mit dem neuen Verkaufspreis es sich nicht mehr lohnt, das weiter zu verarbeiten. Der einzige Grund, weshalb man es vielleicht noch aufbewahren könnte, ist, dass man es in manchen Rezepten braucht. Aber ansonsten gibt es überhaupt keinen guten Grund dafür. Deshalb, ja, lasse ich das dann natürlich. Ja. Da ist aber auch wieder kaum Platz hier über, ne? Okay. Wir haben, naja, ein bisschen Platz. Wir können auf jeden Fall hier unsere Bäume noch abernten, aber dann muss ich mein Inventar auch erstmal wieder ausleeren. Ich habe schon gesehen, da unten bei den Teichen ist auch ein bisschen was zu tun. Ach, die Erdbeeren werde ich jetzt auch einfach hier lassen. Irgendwie. Hallo? Ich will gar nicht auf das Pferd. Ich will das hier rausnehmen. Gut, hier ist noch ein bisschen Saatgut. Die Tiere sollte ich rauslassen. Ein neues Küken ist geschlüpft. Es sieht merkwürdig aus. Okay. Was nehmen wir denn da jetzt für einen Namen für? Wo? Ich nenne es einfach Wo. Wo ist es denn? Ah, hier. Schaut mal, unser schwarzes kleines Küken ist hier. Bisschen verwirrt noch. Ja, ich glaube, ich war am Vortag nicht hier drin. Ich weiß das nicht mehr so genau, weil jetzt zwischendrin eine Aufnahmepause war. Dann bin ich immer ein bisschen ratlos. Aber ich glaube, es ist so. Es ist schon 8.30 Uhr, also viel Zeit bleibt nicht mehr. Ich gehe aber trotzdem nochmal hier rein. Sag auch hier einmal Hallo. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig. Ich glaube, ich werde aber wirklich den Autopetter brauchen. Nein, wir essen den Käse nicht. So.
Dann einmal Milch. Hier Milch, nein. Milch. Wolle. Tiere raus. Es ist schon 9 Uhr. Versuche mein Zeug hier noch loszuwerden. Ein paar Sachen kann ich vielleicht verkaufen. Also auf jeden Fall das hier. Den Rest will ich ja mit mir rumschleppen. Gut. Ja, ich sag ja, es wird ein bisschen knapp heute. Aber da möchte ich natürlich auch noch vorbei. Wir haben hier ein bisschen Laich. Den können wir direkt wieder einfüllen. Müsste noch einer sein, genau. Dann verkaufen wir den noch. 9.40 Uhr. Oh, die Pilze. Ja, die Pilze, die sind auch wichtig. Die Höhle gucken wir uns an einem anderen Tag an. Der Honig wäre allerdings auch nicht verkehrt. So, ja, da hat das Wüstenfestival begonnen. Heute sind wir etwas spät dran. Den Regenbogenforellenlaich verkaufe ich. Den Tulpenhonig. Ach, was soll es? Weg damit. Nein, wir essen das nicht. Der Pilz kommt hier hin. Und dann ziehen wir los. Mit leichter Verspätung. Aha, da kommt gerade schon Familie Jody und Kent. Los geht's. Wir kommen nicht rein, weil Kent im Weg ist. Aber was bewegt er sich auch nicht? So. Ach ja. Was für ein herrlicher Tag. Wir werden erstmal ein paar Geschenke los hier. Jetzt werden wir ein bisschen langsamer. Das ist absolut fabelhaft. Ah, der Sand der Zeit. Der Sand der Zeit. Aha. Guten Tag. Das habe ich am liebsten. Danke dir. Ja, gern geschehen. Was murmelt sie da? Ich bin wegen des Zeltes mit dem scharfen Essen hier. Ach, das, der hier drüben, ne? Ja, da werden wir auch gleich hingehen. Dann für Jody habe ich auf jeden Fall was. Oh, du bist so ein Schatz. Ich stehe total auf sowas. Was hast du gesagt? Es ist schon 10.30 Uhr? Meine Güte. Ja, das sagst du doch sonst auch. Ich glaube, die hat ihren Dialog noch nicht geladen. Wow, vielen, vielen Dank. Das ist grandios. Ich weiß. Mama, mir ist langweilig. Du bist gerade erst angekommen, ja? Typisch Kinder. Ach, lass dich nicht stören. Ich gehe nur ein bisschen shoppen. Wenn ich nicht in den Geschäften stöbere, könnte ich die perfekte Dekoration für unser Wohnzimmer verpassen. Ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht so ganz, aber okay. Hey Dörte, genießt du die Hitze? Ja. Ja. So, hier. Sandy. Oh wow, nichts sagt so sehr Frühling wie eine Sternentautal-Narzisse. Dies ist wahrscheinlich die hektischste Zeit des Jahres für mich. Es ist schön, dass ich alle sehen kann. Wichtig. So, wir könnten uns hier unten, glaube ich, nochmal einen Kaktus abholen. Ich frage mich, ob man in dem Teich irgendwie was anderes angeln kann. Wie geht es dem kleinen Kerl? Ach, ich kann nur einen Kaktus pro Jahr bekommen? Ach so. Das ist ja doof. Oh, Jess. Komm herbei. Wow, danke dir. Das macht Spaß, aber ich wünschte, ich hätte ein Eis. So, da ist Elliot. Elliots Bleistift. Er ist sehr spitz. 24 bis 30 Schaden. Das ist doll. Das ist ja witzig. Dreispitz. Krabben und Tintenfischtinte. Okay. Einige interessante Dinge wurden an den Strand gespült. Möchten Sie handeln? Ich finde es jetzt gerade ein bisschen weird. Okay, Haley ist heute die Verkäuferin offenbar. Das scheint auch relativ zufällig zu sein. Haleys Eisen, ein Schwert. 30 bis 45 Schaden. Kunstfoto, 2 Stück, pinke Torte. Das ist nicht verkehrt. So als zum Auffüllen. Ich glaube, da werde ich mal 2, 3 holen. Nicht verkehrt. So, und das mit diesen Rennen habe ich übrigens immer noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie ich das hier machen kann. Ist jetzt vorbei hier? Nee. Also das mit dem Rennen verstehe ich nicht, wie man das machen kann. Achso, das ist ja das Übliche, genau. Ach, dann ist hier Mani, genau. Ach. Dank dir. Ja, gern geschehen. Hey Dörte, ich habe gerade über Milch nachgedacht. Würdest du jemals Kamelmilch probieren?
Ich habe gehört, sie ist sehr salzig. Kamillenmilch. Habe ich nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Wow, das mag ich total gern. Danke dir. Alle werden mich lieben hier. Vergiss nicht, heute ist der letzte Tag des Festivals. Wir kommen aber nächstes Jahr wieder. Ja, das habe ich schon nicht vergessen. Ja, Shane steht natürlich hier, wo es scharf ist, klar. Ja, woher wusste ich nur, dass er das mag? Also so ein bisschen Erinnerungsvermögen wäre schon manchmal schön, ne? Ich meine, ich habe ihm das schon 100 Mal geschenkt gefühlt. Ich war immer hier, als ich ein Kind war. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass mir während der Busfahrt schlecht wurde. Toll. Okay, der Chefkoch kann uns heute was geben. Und zwar... Also ich habe festgestellt, die anderen Kombinationen sind auch nicht verkehrt, aber ich habe gesehen, alles, was mit seltener Frucht ist, bringt uns Glück. Und ich glaube, ich nehme mal die unangenehm scharfe Soße. Sehr gut. Ein gesunder Spritzer unangenehm scharfe Soße, um das Gericht abzurunden. Voilà. Ich nenne es zerknitterte Fruchtschale. Guten Appetit. Was kriege ich dafür? Ja, Glück und Geschwindigkeit. Perfekt. Willi kriegt ein Geschenk. Das sieht großartig aus. Vielen, vielen Dank. Manche Fische kommen und gehen mit den Jahreszeiten. Der hat da irgendwie keinen besonderen Dialog. Ein Fisch hat meinen seltenen goldenen Köder verschluckt. Es gibt 30 Eier für denjenigen, der ihn zurückbringt. Okay. Na, würde ich sagen, probieren wir, oder? Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Ich will jetzt nicht so ewig viel Zeit hier verbringen. Das ist leider nur ein Sandfisch. Aha, plus Gelee. Da ist ein Schatz dabei. Oh, da drüben wäre was auszugraben. Oh, da wären wir so viel, was wir machen könnten. Noch ein Sandfisch mit goldenem Köder. Perfekt. Das hat ja jetzt wirklich nicht so lange gedauert. Muss ich jetzt irgendwas Spezielles damit machen? Willi ist auf der Suche danach. Ach, muss ich ihm das einfach schenken? Na, wenn das nicht mein liebster goldener Köder ist und der riecht nur leicht nach Fisch. Hier sind 30 Kaliko-Eier als Belohnung. Perfekt. So, dann Harvey. Für dich habe ich auch noch ein Geschenk. Für mich? Was für ein Geschenk, das sieht fantastisch aus. Weißt du, auf physiologischer Ebene würde ich nicht zum Alkoholkonsum raten, aber es lässt sich nicht leugnen, dass es sich lohnt, sich zurückzulehnen und ein Glas guten Sternetautaler Wein zu genießen. Auch wenn es nur Lachsbärenwein ist. Okay, er lamentiert wieder über die Höhlen, die wir natürlich auch gleich noch gehen werden. Aber was gibt's denn heute hier so? Das Holzfällerwochenblatt. Wie viele Kaliko-Eier habe ich? 150. Vielleicht warten wir da bis später, um zu gucken, was wir da bekommen könnten. Kürbissaat? Nee, seltene Saat schon eher. Der Junimo-Katalog, wenn ich so viel Geld nur hätte. Gut, eine seltene Saat. Ha, gibt nochmal welche. So, und was ist die heutige Aufgabe? Fühlst du dich wie ein Abenteurer? Geht so. 12 Schlangen oder wieder Ebene 30? Ebene 30 würde mehr bringen. Wir probieren's. Wir sind sowas von bereit. Okay. Runter in die Höhlen. Erstmal Mumien. Okay, da wäre schon mal ein Durchgang. Aber natürlich muss ich mich jetzt erstmal hier durchkämpfen. Deswegen sollte ich natürlich gucken, ob wir irgendwo einen Multiplikator oder sowas haben. Ah. Scheiße. Au. Au, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg. Au. Das hat ein bisschen weh. Und den habe ich dann trotzdem nicht erwischt. Okay, nochmal. Das war jetzt ein bisschen fail. Gut. Zack. Da hinten. Ach doch, da ist tatsächlich noch eine Höhlenstatue-Dingens. Ihr wisst schon, eine Statue halt. Ich werde hier nochmal eine Bombe zünden. Vielleicht gibt es ja was da drunter.
Nee. Außer einigen Geoden leider nichts. Noch wieder so ein Level. Au. Also heute läuft's nicht so. Da ist schon mal ein Kaliko-Ei. Au, 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 au. Au. Scheiße. Mich voll erwischt. Der ist auch gleich wieder bei sich und ich muss jetzt dringend was essen. Ich werde jetzt mal eine Schokotorte zu mir nehmen. Läuft gerade nicht so. Mit denen. Oh, jetzt kommt wieder genau in dem Moment, wo ich hier mit meiner Mumie beschäftigt bin, noch so eine blöde Schlange vorbei. Da habe ich doch überhaupt keine Zeit. Ich muss doch gerade eine Bombe hier zünden. Oh Gott, ey. Jawoll. Immerhin. Oh Gott, ey. Ich will runter. Ich will einfach nur runter. Scheiße, ey. Die machen mich hier gerade echt richtig fertig. Also wenn meine Aufgabe heute wäre, mir so viel Schlangen zu bekommen, dann wäre ich quasi schon fertig. Okay. Noch eine Schokotorte? Ah! Scheiße. Mein Schwert nicht rechtzeitig gezückt bekommen. So, jetzt aber. Erstmal eine Bombe zünden. So, Durchgang gefunden. Alter Falter, wenn das jetzt schon so losgeht, ne? Ja, ich meine, wir haben halt auch nicht wirklich Glück. Gut, wir haben ja das Glück durch die... durch das... das hier. Oh, es geht schon wieder rund. Okay, ich hätte jetzt gerne einfach schnell gern Durchgang. Bevor die mich hier wieder fertig machen. Überhaupt keine Zeit für sowas. Bau. Hau. Mal. Ich komm nicht dazu, hier irgendwas zu machen. Ich muss einfach nur die blöden Schlangen hier abwehren. Okay. Schokokuchen Nummer 3. Da werden wir doch schon mal gleich die pinke Torte hier zücken. Und ich glaube, ich werde jetzt... Wir könnten hier auch einfach mal eine Megabombe zünden. Wenn wir so schnell noch nicht sind. Okay, leider kein Loch. Das würde halt helfen, ne? Wow, ist eine Fledermäuse. Okay. Bisschen Iridium. Bombe. Jawoll, ein Loch. 5 Ebenen. Sehr gut. Na, das ist weniger gut. Ich brauche schon wieder irgendwas zu essen hier. Der Wahnsinn heute. Wie komme ich daran vorbei? Jetzt mal eine Bombe gezündet. Okay. Wie lange gilt es noch? Nur noch 25 Sekunden, also lange geht es sowieso nicht mehr. Der Glücksbund ist schon wieder weg. Ach nö, nicht schon wieder. Da geht's schon wieder rund. Ja, der Bonus ist weg.
werde ich gleich was essen müssen. So, würziger Aal. Zwei Rubine. Hallo? Eigentlich will ich nur runter, ne? Das hat jetzt noch nicht so richtig gebracht. Das hier nochmal probieren. Da in der Mitte ist aber auch noch Jade. Ah, allerdings halt auch Monster. Lass mich doch in Ruhe, ey. Oh Gott, die machen mich auch ganz schön fertig. Pinke Torte. Kleiner Lebensretter. Jawohl, immerhin. Okay, das war jetzt das nächste Level. Jawohl. Jetzt Bombe zünden. Da unten ist auf jeden Fall der Durchgang. Und da startet der nächste von diesen dummen Schlangen. Mehr Geister. Na, das ist nicht unbedingt das, was ich brauche. Es gab gerade Iridium daraus. Das ist ja ein Ding. Kann ich hier einfach... Wie wäre es, wenn ich jetzt hier eine Bombe zünde? In der Hoffnung, dass hier einfach was rauskommt. Nee. Das hat es jetzt noch nicht gebracht. Oh. Jawohl. Runter hier. Okay, das ist ein Level, auf dem auf jeden Fall Geister auftauchen können. Und da sind auch schon direkt zwei. Da macht sich auf den Weg. Da ist aber auch ein Durchgang. Also Level 30. Es ist 23.30 Uhr. Das wird heute wahrscheinlich eher nichts, ne? Weil da müsste jetzt echt ein Wunder passieren, dass ich auf Level 30 noch runterkomme. Weil es ist ja schon kurz vor 0 Uhr. Und eigentlich wollte ich meine Calico-Eier auch noch für Sachen einsetzen. Zack. Insofern fürchte ich, daraus wird nichts. Vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, vielleicht wäre das einfach besser gewesen. Ich habe natürlich auch ein bisschen gehofft, dass wir hier so schön bei Gil ein bisschen punkten können, aber... so natürlich nicht. Es ist halt auch leider ein bisschen Glückssache. Natürlich nur, nachdem wir ja letztes Mal schon so schön runtergekommen sind, klappt es vielleicht diesmal auch, aber wir verlassen jetzt einfach die Mine. Level 30 wird heute nichts. Können aber wenigstens diesen Bonus hier abholen. Ah ja, Bewertung 6. Ist jetzt nicht sehr beeindruckend, aber wenigstens hattest du den Mumm, es zu versuchen. Hier ist eine Kleinigkeit. Immerhin 10 Calico-Eier, also so schlecht ist es ja nicht. Was habe ich denn da? Oh, der Neugierdeköder erhöht deine Chance, seltene Fische zu fangen. Das Holz voller Wochenblatt. Ich meine, wir haben... Wie viel habe ich denn jetzt? 183. Frage ist, kann ich irgendwas loswerden? Also die Walsalge wäre nicht so wichtig. Ich würde sagen, ja, wir nehmen das Holz voller Wochenblatt. Das hat schon mal was gebracht. Dann... Die sind schon weg. Schade.
Ja, dann bleibt uns ja nur der hier. Dann kann ich sie leider nur hier einsetzen. Also, was haben wir denn? Mysteriöse Kisten? Immer eine gute Sache. Erdbeersaat brauche ich nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob die ins nächste Jahr übertragen werden. Deshalb würde ich sagen, wir versuchen so viel wie möglich aufzunehmen. Muss jetzt allerdings erstmal irgendwie meine Kiste hier, mein Inventar freikriegen. So. Also, so viel mysteriöse Kisten wie möglich. Dann bleiben nur noch 3 Calico-Eier über. Und wir teleportieren uns einfach nach Hause. Und schon ist das Problem erledigt. Sozusagen. Gut, wir haben natürlich keinen Platz. Wir haben auch keine Zeit. Aber ich glaube, 2 Iridiumbarren können wir nochmal in Auftrag geben. So viel Zeit muss sein. Den nehmen wir uns mit. Können wir hier noch mal ein paar Sachen verkaufen? Ja. Gut. Ab ins Bett. Oh, Level Up bei Minenarbeit, Stufe 10, Ausgräber. Wahrscheinlichkeit, dass Geoden gefunden werden, ist verdoppelt. Oder Gemologe, Edelsteine sind 30% mehr wert. Ist beides ziemlich gut. Also ich finde, dass die Minenarbeit von diesen Perks her am besten gebalanced ist. Also bei allen anderen finde ich, dass die Entscheidung relativ einfach ist für das eine oder das andere. Aber bei der Minenarbeit würde ich sagen, dass es sogar aufs Gleiche rauskommt. Denn wenn die Edelsteine mehr wert sind, dann kriege ich natürlich mehr Geld, was sehr nützlich ist. Aber auf der anderen Seite heißt mehr Geoden ja auch, dass man mehr Minerale daraus bekommt, was ja auch wieder Geld bringt. Deswegen glaube ich, dass man ungefähr beim selben rauskommt. Ich tendiere aber so ein bisschen zum Gemologen. Ich glaube, der ist eher mein Ding, weil ich glaube, ich hatte noch nie ein Problem, genug Geoden zu finden. Deshalb nehme ich das hier. Und Kampfstufe 10 haben wir auch bekommen. Schläger, 15% mehr Schaden oder Verteidigung, 25 Lebenspunkte. Ich glaube, ich gehe mal auf den Schaden. Weiß nicht, ob das besser ist, aber cool. 9700 haben wir auch noch verdient, obwohl ich ja gar nicht so viel Zeit mit Verkaufen verbringen konnte. Mensch, aber kann es sein, dass wir jetzt unsere Fähigkeiten sogar maximiert haben dadurch? Du spürst, dass ein neuer Weg offen ist. Ach was. Tatsache, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben alles auf Level 10 und hier unten ist was aufgegangen, die Meisterung. Und was das bedeutet, das werden wir uns vermutlich in der nächsten Folge anschauen oder in einer der nächsten, je nachdem, ob ich dazu komme. Auf jeden Fall solltet ihr in die nächsten Folgen wieder einschalten, wenn ihr das sehen wollt. Bis dann, macht's gut, eure Miri.